Vielleicht fällt sie wieder ein. Wir haben gewartet. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etrange. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht? Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bye. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich hab? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich? Kennen wir nicht. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Ich sag, bevor es zu spät ist. Was? Das sieht voll creepy aus. Mega geil, aber voll creepy. Ja, das war hell, auch für mich. Hey, wenigstens kriegen sie Job. Pacifica für immer. Ich gehe mal hier runter. Oh, das spielt wieder auf seiner Gitarre. Es wäre cool gewesen, wenn sie mehrere unterschiedliche Lieder auf der Gitarre noch hätten. Aber das ist eine Kleinigkeit. Eurodune, die unautorisierte Biografie. Ich muss mich nur kurz wieder umsetzen. Ich rutsche immer weiter runter. Oh, schön. Ich saß die letzten Tage ein bisschen zu viel hier. Es überrascht kaum, dass alle Bemühungen von Samurai nie zu großem kommerziellen Erfolg führten, denn die Stimme, die Band in den falschen Richtungen leitete, war die des populistischen Frontmanns Silverhand und nicht Eurodunes, dessen Bestreben hauptsächlich in der Musik selbst lag. Silverhand hatte nie große Ambitionen, sich kreativ auszudrücken. Seine Leidenschaft galt ausschließlich dem persönlichen Pfad der Zerstörung. Diese destruktiven Tendenzen hatten signifikanten Einfluss auf Carrie und hielten noch lange nach dem Angriff auf den Nebraska Tower und Johnnys Verschwinden an. Erst nach einer längeren Zeit gelang es Eurodune, der Welt sein kreatives Potenzial. Wenn du das wieder über deine eigenen Worte fällst. Das mache ich, das falle ich oft hier. Diese destruktiven Tendenzen hatten sie. Erst nach einer längeren Auszeit gelang es Eurodune, der Welt sein kreatives Potenzial zu zeigen. Er eroberte die Fantasie und die Herzen tausender Fans und sicherte sich einen Platz im Kreise der wahren Musiklegenden. Okay, also war quasi die Band erst. Könnte immer noch schlimmer sein. Jo. War die Band quasi erst nach Silverhand wirklich erfolgreich. Okay, warum ist denn das da so zerfetzt? Aber mega cool. Okay. Ich muss mal da rein. Les pas faire aucun sens pousser les cognards. Just done. Moi pas connais. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement les acheter quelque? Qui ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, lui semblait. Ich suche Placide. Placide? Ja, du hast richtig verstanden. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti, maman. C'est au même. Continuez. Placide, gardez-la. Okay. Ist aber schön, dass sie mich gescannt haben. Oh oh. Johnny, reiß dich zusammen. Johnny, ich finde es nicht nett, was du machst. Bist du Placide? Nein. Wo ist deine Chefin? Oh wow, du bist ja gesprächig. Dankeschön für die Auskunft. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal.
Oh. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hans meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Ich hab das Hühnchen getötet. Komm mit. Das arme Hühnchen. Wo gehen wir hin? Pacifica. Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hirla. Tune noch Villa. Du se Pacifica. All das und mehr. Willkommen, Pacifica. Sind ja sehr sympathisch hier, meine Freunde. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Wie Geller Hunia ja, gezaubert. Den roten Teppich für die Leute von Simsa da Bim. Aber Kadabra. Sollte eine eigene Stadt werden. Was machen sie denn? Edis verprasst. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe. Die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzerntasch gewachsen. Deswegen sieht es so zerstört aus. Weil es zerstört ist. Pacifica ist anscheinend das... Das Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial. Das scheint alles ein bisschen... ...größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Sehr dramatischer Abgang durch die durch. Pacifica ist anscheinend irgendwie von der Stadt aufgegeben worden, nicht fertiggestellt worden. Und es ist so eine Art Slum, nur in Cyberpunk-Style. Du bist mit der Achterbahn schon gefahren? Nein. Ich bin hier zum ersten Mal. Und bitte nicht, nichts verraten, was man tun kann. Mais ça c'est pour vous. Pas pour moi pour y'en reprendre. Merci. Das ist nicht mehr weit. Also schön, dass du erst ein Hühnchen abgegeben hast, weil ist ja wichtiger, ne? Ich finde immer noch dieses Übersetzungsding so cool. Warhammer 40k ist je nach seinem Action-Rollenspiel oder Echtzeit-Strategiespiel oder ein Shooter-Game. Das Spiel Warhammer könnte nicht zu deins sein. Warum ja, denn? Ein paar Mal. Ich spiele auch gerade ein Action-Rollenspiel. Vernichtet? Ein Shooter. Dafür bezahlt ihr mich. Und Echtzeit-Strategie spiele ich auch. Alles. Nee, hab's nur gehört. Dann sind wir schon mal gleich. Weil das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ich wollte nur vorsorglich. Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein ohne Verstärkung. Ich bin bei Spoiler immer... Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren? Damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gym nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setz hin. Aber so wie es anschaut, könnte es doch eher meins sein, als wie dass es nicht meins ist. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Evelyn Parker. Sagt ihr der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Chrom-Schamane. Ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay? Neuralnetzproblem. Cortex flimmern.
und mehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich habe nach dem Chip gefragt. Ah, ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Na? Hm. Johnny. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. .20:35:07. 3 Sekunden vorher. Fusch. Aber ich versuche herauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesem Matschbirn. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat das noch gehört. Werbe Butler. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Mhm. Fang mal ein Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reservoir gesehen, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Ich dachte mir auch gerade, es werden ja immer mehr. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Na gut. Fertig. Dann auf geht's. Okay. Der schlägt mir einfach nur einen anderen Weg vor. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, möchte ich mal kurz anmerken. Also das Navi. So. Wie? Hm? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Blick, okay? Hm. Mhm. Scheint so. Die Musik ist geil. Aber die Musik in dem ganzen Spiel ist geil. Passt auch immer irgendwie zur Umgebung. Mag ich. So. Ich muss hier mal durch, okay? Wir laufen mal ausnahmsweise. Die... Die Mall hinten erinnert mich gerade ein bisschen an... Pallet Town von Japan, also von Tokio. Sag mal, ich bin nur auf und kurz gegen das brennende Auto geditscht. Mann, ey. Mit dir so einen Stress machen. Komm, lauf. Oh, der hat jetzt was anderes gespielt als der andere vorher. Neues Gebiet wird entreten: die Grand Imperial Mall. Sieht super aus. Nicht. So, nur treffe ich die Leute jetzt da hinten. Mann, warum bin ich denn so einen komischen Umweg jetzt gelaufen? Okay, was ich sagen muss, die Ausdauer finde ich extrem schön in dem Spiel. Extrem gut.
Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Okay, dann jetzt einfach von hinten rein. In die Mall und wahrscheinlich wieder alle abballern, weil ich es nicht schaffe zu schleichen. Das macht das Spiel aber auch echt schwierig. Oder ich bin einfach zu ungeduldig. Oh, ich bin wahrscheinlich einfach zu ungeduldig. Worauf wartest du? Genieße nur die Aussicht. Okay, ich kann rein, ohne dass sie mich sehen. Da sind zwei. Sitzen nur da. Und? Nichts. Das ist auch mal interessant, das so zu sehen, G, mit viel Action. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh nee, da sieht er mich. Tobias, können Sie für eine verschissene Ewigkeit gucken? Okay, wo gehst du hin? Okay, die gehen weg tatsächlich. Das ist auch nicht schlecht. Da ist jetzt nochmal welche. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Den wen? Da ist was. Ich muss irgendwie nach oben. Wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Am besten ohne gesehen zu werden. Da. Ah, okay. Da vielleicht nicht. Dann hier. Da war jemand. Nein, verarscht du mich. Ich muss echt anders da rein. Kamera im Korridor. Vermeide sie. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Ja, toll. Die Kamera schaltet schön in meiner... Man kann nicht immer sneaky sein, ich weiß, aber... wie wär's, wenn du sie ausschaltest? Achso, ja, ich sollte vielleicht auch den richtigen Knopf drücken, ne? Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Ich komme da nicht rein. Könntest dir immer noch einen wie den hier holen. Geht aber nicht mit den neuen. Der hier hat einen Sensor. Das ist jetzt schwierig. Reagiert aber nur auf deine Bewegungen. Die neuen Modelle lernen dazu. Reagieren auf deine Absicht, nicht auf Bewegungen. Soll heißen, die neuen wissen, was ich mache, bevor ich es mache? Und den hier kann ich jetzt einfach verkloppen? Ja, genau. Ja, Kino ist gesichert. Haupteingang. Ich bin mir sicher, hab die verfickte Gang selbst aufgebaut. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren.
Scheiße, die schauen in meine Richtung. Hey, keine Angst, Häschen! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, jetzt wird's schwierig. Was zum? Nichts, nix, 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 was zum, alles gut. Scheiße. Ach, warum sind die denn jetzt in Alarmbereitschaft? Ich will mich hier ganz ehrlich gesagt nicht schlagen. Mhm. Schießen. Fuck. Wo ist denn der Scheißwagen? Oh fuck, der ist oben. Oh! Lauf, Fräulein. Nein, ich muss runter. Warum muss ich denn jetzt runter? Der ist hier genau unter. Wow, unter mir. Bereit oder nicht? Jetzt komme ich! Okay. Wo ist denn der Van jetzt? Ich sehe ihn leider nicht. Achso, ich laufe auch in die falsche Richtung. Guten Tag. Da ist der Van. Kann ich den nicht nehmen? Hallo? Ja. Ich habe meinen Katana nicht ausgerüstet. Moment. Katana, Katana, Katana. So, Katana. Ich habe mich festgepackt. Und das macht es irgendwie Sample, dir zuzuschauen. Ja, ich habe mich da irgendwie festgepackt. Eventuell komme ich hier nicht mehr raus. Guten Tag. Aber ich treffe auch nichts. Das ist auch schön. Treffe ich dir? Warum treffe ich dich eigentlich nicht? Vielleicht stirbt er ja. Einfach so. Nee, ich treffe den nicht. Den da hinten auch nicht. Okay, DJ. Viel Spaß beim AFK. Ach so, weil da eigentlich was davor ist. Ja, okay. Komm raus, dann gebe ich dir den Bleirabatt. Ja, nein, das wird schwierig. Wir müssen jetzt einen Checkpoint laden. Das ist jetzt ungünstig. Mein letzter Ding war nämlich von vor 3 Stunden. Oh Mann, ey, Spiel. Wir fahren fort. In der Hoffnung, wir stecken nicht wieder im Van. Das wäre sonst ein bisschen ungünstig, wenn er genau da jetzt gespeichert hätte. Aber es ist gut zu wissen, dass ich da hin musste. Aber ich bin weit gekommen mit meinem Schleichen, möchte ich mal kurz anmerken. Ich war gar nicht so schlecht. Oh, hier stehe ich jetzt wieder. Na, jetzt kann ich dich auch töten. Da steht jemand. Geht der oder bleibt der da? Würde er hier bleiben, wäre das ein bisschen schwierig.
Jetzt kommt da jemand von da oben. Ah, jetzt geht er. Hoffentlich in die andere Richtung und nicht auf meine Richtung. Du gehst auf jeden Fall seltsam. Ich kann ja mal hier rein. Und looten. Die pennen hier. Scheiße! Wo ist denn mein Katana? Ich hab mein Katana nicht! Warum habe ich mein Katana nicht? Wo ist mein Katana? Wow! Was machst du denn hier? Holla die Waldfee! Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ich glaube, da ist eine Kugel zwischen den Zähnen. Bin mir aber nicht sicher. Das hast du nicht getan. Doch. Lurk, habe noch eine Zoom-Konfi. Okay, Alice, viel Spaß im Lurk. Was machst du jetzt nur hier? Ich hab keine Muni mehr. Aua, ich hab keine Muni mehr. Guten Tag! Da ist mein Katana. Ja, guten Tag. Hallo. Ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Wo ist sie denn? Wo ist er denn jetzt? Da bist du. Schau mal, Katana. Eventuell habe ich in einer meiner Waffen keine Munition mehr und das ist ungünstig. Ich kann auch einfach das Sturmgewehr nehmen, ne? Da habe ich doch ein bisschen. Scharfschützengewehr habe ich auch noch ein bisschen. Mein Katana mag ich sowieso am liebsten. Oh, nein, das ist einfach nur der Pfeil, wo ich hin muss. Alles klar. Jo, erstmal mal gar nichts treffen. Das ist natürlich auch smart. Scheißgetrippte Fotze. Hey. Mal jetzt nicht gemein werden hier. Huch! Okay, nein, so wird das nichts mit dem Scharfschützen. Mit dem Ding. Mach dich kalt, Gabrona! Ja, wo schieße ich eigentlich hin? Das war also gerade voller Bullshit. Warum ist das Visier eigentlich auch so hell, ey? Ist das eigentlich Story oder Nebenmission? Das ist Story. Ich spiele im Stream nur Story. Weil sonst würden wir eine ganz, ganz, ganz große Weile an dem Spiel stehen. Weil ich brauche immer ein bisschen lange, um Spiele zu spielen. Aua! Wo hat der mich denn jetzt getroffen? Da oben. Ach nein, so ein Ding. Okay, alles klar. Na komm, geh mit deinem Kopf nochmal hoch. Trau dich. Ich kann auch auf die Tour kommen. Ungern. Also es ist halt nicht smart, sich mitten reinzustellen, ne? Das möchte ich mal anmerken. Dahinter ist der scheiß Van. Meine Fresse.
Ben gesichtet. Der Linken. Ich habe so ein bisschen Panik, dass da geht, wenn es kommt. Vielleicht was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Warmus. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viel Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Mann. Was ist? Placid? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Ja, toll. Das ist wieder eine super Hilfe. Dankeschön. Der Agent versucht dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Wie, hinter dem Ding ist ein Tor? Weiß, dass ich gerade Stress habe. Bist du tot? Jo. Entschuldigung. Ich weiß, der abgetrennte Arm war jetzt nicht unbedingt nötig, aber für mich schon. Oh, guten Tag. Was machst du denn jetzt? LOL! Ja, die ist ein bisschen stark, ne? Gefällt dir das? Oh yeah! Lauf, Schätzelein! Das ist ungünstig. Wie kann ich mich denn wehren? Was sieht? Was ist los? Aua, 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 aua. Wer die nicht lang halten können, er ist im selben Subway wie die Alpha. Erledigt es. Ja, 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 ja. Ist leichter gesagt als getan. Was ist das denn für ein Viech? Mach dich mal. Meine Güte. Achso, ich könnte ja auch theoretisch auch einfach blocken, ne? Das wäre vielleicht auch mal die Idee, hä? Ich glaube, die hat genug. Und jetzt der Watcher. Stress. Toll. Jetzt schickt er mich wieder hier hin. Das ist Navi manchmal. Ich brauche ein zuverlässiges Navi. Das mich nicht irgendwo hinschickt, wo ich nicht hin soll. Verarschst du mich? Sieht. Ah, da ist wohl der Netrunner drin, ne? Oh, hey. Link war tot. Alles unter Kontrolle. Jo. Ihr verlinkt mich jetzt mit unserem Freund. Guten Tag, der Herr. Ich habe irgendwie kein Kabel in der Hand, aber das ist im Ordnung. Uiuiuiui. Was?